Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Thema Schubkästen. Und ihr könnt es schon sehen, im Hintergrund unter diesem Bett verbirgen sich zwei Schubkästen. Die sind wirklich ganz, ganz groß. Wie ich das mache und was für Führungsschienen oder was für ein System ich verwende, darauf gehen wir im Video Schritt für Schritt ein. Das Bett kommt euch bestimmt noch bekannt vor. Das war nämlich ein Etagenbett oder ein Stockbett. Das haben wir zersägt. Frage habe ich. Was machen wir jetzt? Hör mal auf, geh mal heim, was ist los gerade? Diejenigen, die wissen wollen, wie das aussieht, checkt mal unten die Videobeschreibung. Da verlinke ich euch das komplette Video. Es sind drei Videos, wie ihr euch so ein tolles Bett bauen könnt. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch umfunktionieren und daraus so ein kleines Hochbett machen mit zwei Schubkästen. Ich würde sagen, wir fangen nach dem Intro an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und dieses Projekt baue ich ganz bewusst hier im Kinderzimmer, weil das sehr, sehr einfach ist und für den Laien, der jetzt mal zu Hause mal schnell für die Kinder irgendwie Schubkästen oder eine Unterbettkommode bauen möchte, dass er sieht, das Ganze könnt ihr auch zu Hause machen. Ihr braucht natürlich ein bisschen Werkzeug, einen Akkuschrauber, ein paar Klemmzwingen, vielleicht einen vernünftigen Arbeitstisch oder irgendwo, wo ihr das Ganze bauen könnt. Das macht euch, das ist einfach angenehmer. Ich habe jetzt hier beispielsweise einen Arbeitstisch von Wolfkraft. Das Material habe ich mir bei Plattenzuschen 24 gezogen. Das ist mein Plattenlieferant, sprich, er versorgt mich mit Plattenmaterialien, wie beispielsweise, das ist hier Sperrholz, dann haben die Multiplex, Siebdruckplatten, Acrylglasplatten, Spanplatten beschichtete in unterschiedlichen Dekoren. Unten in der Videobeschreibung findest du auch einen Rabattcode sowie alle Infos dazu. Das Material, wie gesagt, ist 15 mm starkes Sperrholz. Vorteil, es ist sehr, sehr leicht und es ist ein bisschen günstiger als Multiplex. Sprich, wir brauchen hier wirklich sehr, sehr viel Material, weil wir wollen ja zwei große Schubkästen bauen. Und da braucht man nicht unbedingt Multiplex nehmen. Wer mag, kann natürlich auch Multiplex nehmen. Dann könnt ihr beispielsweise die Wandung so ein bisschen dünner machen, weil Multiplex ist an sich ein bisschen stabiler als Sperrholz. Aber 15 mm reicht hier vollkommen aus. Jetzt machen wir als allererstes. Ich habe mir drei hohe Wände bestellt. Sprich eine Außenwand, eine mittlere Wand und eine rechte Wand oder noch eine Außenwand. Und die beiden äußersten Wände sollten wir vorweg lackieren. Und ich habe das Ganze mit Weiß einmal vorgestrichen, denn man kann ja später seitlich am Bett gucken, je nachdem wo das steht. Und um das zu vermeiden, habe ich das Ganze weiß gestrichen. Nachdem die Seitenplatten getrocknet sind, können wir das Ganze Gerüst, sage ich jetzt mal, oder Korpus zusammenschrauben. Ich habe jetzt hier insgesamt sechs Abstandshalter genommen, beziehungsweise Streben von einer Breite von 150 mm. Und ihr seht auch jetzt hier, die sind teilweise versetzt. Das hat einen Grund. Ich möchte hier bei diesem Projekt so wenig Werkzeug wie möglich verwenden. Sprich, man hätte die auch bündig machen können. Da hätte man aber ein anderes Werkzeug Gebrauch, beispielsweise den Undercover Jig von Wolfkraft. Damit könnt ihr schräge Taschenmulden bohren und dann hättet ihr die Schrauben schräg setzen können, so dass ihr beispielsweise diese Strebe hier parallel mit der anderen Strebe bauen könnt. Der ganze Korpus steht soweit und jetzt wird der eine oder andere sagen, warum machst du überhaupt einen Korpus? Das ist ja Quatsch, du hast ja zwei große Schubkästen, die kannst du da reinfahren und fertig. Und links und rechts machst du dir irgendwie die Führungsschienen. Ja, aber da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Beim Schubkastenbau, das wären ja wirklich sehr, sehr große Schubkästen. Und ich habe es auch schon mal erlebt, dass die Kinder in so einen Schubkasten krabbeln und rein raus und das schwer belasten mit Büchern. Und ich wüsste jetzt nicht, welche Führungsschienen dafür geeignet wären. Deswegen habe ich mir was ganz, ganz Simples und Einfaches überlegt. Sprich, die Kinder, die damit dann spielen, die kriegen das nicht kaputt. Und dafür brauchen wir für diese Technik, da brauchen wir dann diese Seitenwände. Die müssen wirklich bombenfest miteinander verbunden sein. Und dann seht ihr hier schon, hier ist ein bisschen was ausgeplatzt. Ich habe nämlich hier versucht, das Ganze so zusammenzuschrauben, ohne vorzubohren. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr die erste Wandung oder das erste Material, was ihr mit einem anderen Material verbinden wollt, vorbohrt. Sonst platzt euch das Ganze auf. Dafür nehme ich beispielsweise einen Bohrsenker und danach schraube ich das Ganze fest. Ich habe jetzt hier 50er Schrauben verwendet.
Ihr könnt natürlich eine kürzere nehmen, längere würde ich jetzt nicht nehmen. Ansonsten kann es durchaus auch sein, dass die Schraube dann hier hinten hochkommt und das Ganze wegplatzt. Es ist in dem Fall nicht so schlimm, weil wir das Ganze ja am Ende nicht sehen. Und von vorne sieht das Ganze so aus. Wie gesagt, ich habe die Pfosten unberührt gelassen. Ich habe jetzt oben drei Schrauben in den Querträger reingeschraubt. Das müsste eigentlich genügen. Und jetzt kümmern wir uns um die Schubkästen, besser gesagt um die Blenden vorne. Und ihr seht, wir haben jetzt hier ein bisschen Luft. Wir hätten natürlich jetzt nochmal die Schubkästen ein bisschen breiter machen können. Ich wollte aber hier nochmal eine Abdeckleiste ringsherum einmal anbringen. Jetzt ist es ja so, das Ganze wäre jetzt zu lose und zu instabil. Das würde hin und her wackeln. Deswegen messen wir uns jetzt das lichte Maß aus. Ich habe jetzt hier ungefähr 5 und davon dann die Hälfte. Sprich, dann setzen wir hier nochmal 15 mm Multiplexstreifen ein und die verschrauben wir dann von hier. Und von dieser Außenseite müssen wir die natürlich weiß anmalen, denn sonst würdet ihr das, wenn ihr nachher von der Seite gucken würdet, würdet ihr das Ganze sehen. Und dadurch hat dann der Kasten im Bettgestell bzw. an den Pfosten ringsherum einen festen Halt. Und ich möchte eigentlich jetzt nicht in den schönen Eichenpfosten hier reinbohren und wir können loslegen mit den Schubkästen. Nicht wundern, im Hintergrund gibt es so ein bisschen Gemuckel und Gequieke. Das sind drei Meerschweinchen. Übrigens gibt es darüber auch ein extra Video, wie du so Meerschweinchen Gehege bauen kannst. Das verlinke ich dir mal hier oben. Das ist der fertige Schubkasten. Und der ist eigentlich auch ganz, ganz einfach. Wir haben eine Bodenplatte und darauf basiert alles. Wir haben jetzt links und rechts eine Außenwand und dann haben wir nochmal eine Vorder- oder eine Rückwand, je nachdem. Im Grunde 5 Teile, die ihr dann ganz normal zusammenschrauben könnt. Wer mag, kann natürlich zwischen einzelnen Verbindungen etwas Leim angeben. Und jetzt kommt es. Das ist ein großer Kasten, sprich ein Schubkasten. Und wir verwenden bei diesem Projekt keine Schubkastenführungsschienen, auch keine selbstgebauten. Naja, schon. Wir verwenden Rollen. Und wie ihr sehen könnt, ist das ein bisschen oder sieht ein bisschen komisch aus. Wir haben links bzw. unten an der Bodenplatte haben wir 4 Rollen. Die haben ungefähr eine Tragkraft von 30 bis 50 Kilo. Übrigens, die Rollen gibt es ganz, ganz günstig. Wichtig ist, dass die gummiert sind, denn auf so einem Parkettboden macht es sich von Vollgummi und Hartgummi nicht wirklich gut. Ich weiß es nicht, 20 Stück für 15 Euro. Ich werde euch die mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ihr könnt natürlich größere Rollen wählen. Dementsprechend wird dann euer Schubkasten, kann dann mehr tragen oder mehr Last aufnehmen. Und seitlich haben wir auch nochmal 3 Rollen gemacht. Warum, weshalb? Ganz einfach, damit wir links und rechts auch eine Führungshilfe haben. Sprich, wir haben jetzt 3 Rollen und wenn das Ganze nicht passt, dann seht ihr, dann kommen die Rollen im Einsatz und die drücken dann den ganzen Kasten zurecht. So, wenn der linke Kasten drin ist, geht das Ganze noch ein bisschen geschmeidiger und somit haben wir dann eine Führung, einmal unten und einmal oben. Und jetzt kommt auch bestimmt die Frage, hätten jetzt unten 4 Rollen nicht gereicht? Ja, in der Regel schon, aber das Ganze ist ja nicht geführt. Sprich, wir fahren rein, raus und irgendwann kann es sein, dass der Kasten seine Führung verliert und deswegen haben wir die Rollen links und rechts und das Ganze funktioniert ziemlich gut. Und dank dieses System könnt ihr natürlich auch das Ganze richtig, richtig voll machen mit Büchern, mit ganz schweren Spielzeug, ich weiß es nicht. Genau, und die Kinder haben sich selbst auch gerade in die Kiste reingelegt und haben da gespielt. Also das ganze Ding ist wirklich unverwüstbar und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig bei so einem Kinderzimmerprojekt. Ich habe jetzt nochmal ringsherum eine Blende angebracht. Die oberste habe ich festgeschraubt, die Schraubenköpfe werde ich gleich übermalen. Und links und rechts das Ganze habe ich von den Seiten, also sprich von hinten verschraubt. Und jetzt kümmern wir uns hier um die Blenden oder um den Doppel. Das ist einfach, ja, die Blende kann man sagen, nachher, damit das Ganze schön aussieht. Und das Ganze müssen wir natürlich vorweg ausrichten. Und ich habe mir das jetzt so gemacht, dass ich mir beide auf den Boden lege. Ich zeichne mir einfach jetzt von den Schubkästen die Außenkanten auf die Blende an. Und dann haben wir einen Punkt, wo wir das Ganze dann ansetzen können. Unten habe ich mir das so ausgemessen, mit so Abstandshalter könnt ihr beispielsweise nehmen Glasklötze oder ich nehme jetzt hier so 2 Zollstöcke und dann könnt ihr das Ganze links und rechts vermitteln und dann mit 2 Klemmzwingen fest zwingen. Und dann von innen das Ganze verschrauben. Aber bevor wir das Ganze machen, markieren wir jetzt erstmal unser Bohrpunkt. Und ich habe mich dafür entschieden, dass wir hier so kleine Grifflöcher machen. Danach fräsen wir das Ganze. Und das machen wir wirklich mit einem neuen Tool von mir. Ich bin wirklich sehr begeistert davon. Das ist eine kleine Kantenfräse mit Akku betrieben, 12 Volt. Davon habe ich beispielsweise jetzt auch schon einen kleinen Exzenterschleifer, einen kleinen Akkuschrauber. Oder auch eine kleine Akkulampe. Ganz, ganz praktisch das Ganze, werde ich euch unten in der Videobeschreibung mal verlinken.
Im Anschluss wird das Ganze dann noch weiß lackiert. Dann können wir das Ganze auch festschrauben wieder. So schaut das Endergebnis aus. Wir haben jetzt wirklich massig Platz und können natürlich so ein Bett bis zur hintersten Kante ausnutzen. Und das Ganze ist, sobald wir die Schubkästen rausziehen, sehr, sehr übersichtlich platziert. Ja. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Ganz wichtig, aktiviere die Glocke und folg uns eventuell auf Instagram. Im Übrigen nochmal nicht vergessen, unten in der Videobeschreibung, ja, direkt unter dem Video, findest du ganz, ganz viele Kinderzimmerprojekte, sprich Märschistall, Schreibtische, Hochbett bauen, verschiedene Betten bauen, Kinderzimmerschränke bauen und. Also ganz, ganz viele Videos, vielleicht sind die ja für dich interessant und die meisten davon kannst du auch zu Hause nachbauen. Also brauchst nicht wirklich viel Werkzeug. Ich würde sagen, bis nächsten Freitag, euer Mr. Handwerk oder Sebastian. Bis dahin, ciao.